Auch in diesem Jahr war im Fasching wieder einiges geboten und die Gamsstadt war für mehrere Tage Schauplatz fröhlicher Umzüge und ausgelassener Lustbarkeiten. Bereits vergangenen Samstag fand Fasching am Eis statt, der rund 400 Kinder in die Eislaufhalle des Sportparks lockte. Neben Eislaufschuhen zum Sonderpreis und ganzen 700 Faschingskrapfen wartete auf die großen und kleinen Faschingsnarren ein tolles Rahmenprogramm mit Zauberkünstlern, Schminkecke und einer abschließenden Prämierung der besten, schönsten und einfallsreichsten Kostüme und Maskierungen. Sehr viele Kinder sind heute natürlich schon verkleidet und geschminkt in den Sportpark gekommen. Wer es zu Hause verabsäumt hat, sich zu schminken, kann das beim Christian von Hits for Kids nachholen. Christian, wie viele Kinder hast denn du heute schon geschminkt? Also es sind sehr viele Kinder, ich weiß nicht ganz genau, wie viele es waren, aber es waren sicherlich schon über 100 Kinder. Es ist ein Wahnsinn, wie viel da los ist. Also jede Menge Kinder, Spaß ohne Ende. Also alle Kinder, die es versäumt haben, nächstes Jahr unbedingt herkommen und mitmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir da mal schauen, welche Masken hast denn du alle im Repertoire? Also bei uns fängt es an von Tiger, Katze, Maus, Löwe, Giraffe, Schmetterling, dann Blumenmuster, so wie jetzt zum Beispiel, Herzelmustern. Also alles, was unseren Kindern einfällt, können wir auch schminken. Im Moment schaut sich die Jury gerade um, schaut sich die Masken genau an für die große Maskenprämierung. Was glaubst du, wer wird heute gewinnen? Hey, das ist wahnsinnig schwer. Es ist jedes Kind für sich wunderschön. Also alle Kinder haben sich echt sehr viel angetan, die Eltern haben sich sehr viel angetan. Die Kinder sind sehr hübsch geschminkt, sie sind super verkleidet. Also ich traue mich keinen Tipp abzugeben. Also ich glaube, dass von mir aus würde jedes Kind gewinnen. Christian, du bist ja heute ungeschminkt. Wie kommt das? Ich habe mir gedacht, wenn ich mich auch noch schminke, dann stelle ich irgendwen auch in Schatten. Das wollte ich nicht machen. Ich habe gedacht, für mich ist es wichtig, dass die Kinder alle toll geschminkt sind. Das ist dann meine Aufgabe hier. Und man kann auch ungeschminkt, so wie du zum Beispiel. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, du bist ja die Nächste, die sich ja bei uns schminken lässt. Ist das richtig, oder? Nur wenn du das vorher auch machen lässt. Also wir könnten ja den Kindern vielleicht einmal den Pinsel in die Hand geben. Ja, okay, das können wir machen. Aber für beide gilt das dann, okay? Natürlich. Passt, okay. An Bus an, wo sie ist denn schon dabei? Ich spür's in deinen Augen, das macht dein Herz frei. So viel Hähnerleis, der muss daheim beim Finden. Sie wollt, sie wollt, sie wollt, sie wollt, sie wollt, sie wollt, sie wollt. Petra, nimm dir das Mikrofon am Laub. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ein bisschen, naja, ich bin gespannt, was passiert. Ei, das wird sehr toll werden. Das ist ein Gefühl, das kitzelt und kribbelt im ganzen Gesicht. Herr Bürgermeister, heute wird schon spekuliert, aus was Sie heute da sind. Was ist Ihre Verkleidung? Nein, ich bin heute schon so anonym wieder, dass keiner glaubt, dass ich überhaupt da bin. Bis jetzt habe ich noch niemanden erkannt und das glaube ich, das passt. Also absolut inkognito heute unterwegs, ähnlich wie wir als rasende Reporter unterwegs sind. Ja, inkognito, glaube ich, ist der falsche Begriff. Ich würde es eher undercover bezeichnen. Herr Bürgermeister, ich habe einen Vorschlag für Sie. Wenn Sie mich anschauen, ich bin ja schon schön gestaltet worden von den Kindern drüben. Am Maltisch, wäre das was für Sie? Kommen Sie mit und lassen Sie sich auch anmalen. Der Lena hat gleich schon eine Idee, wie wir unseren Bürgermeister schminken könnten. Was wäre denn schön für ihn? Zwei rote Herzen. Zwei rote Herzen. Also dann, Herr Bürgermeister, bitte einen Stock tiefer. Das Knie mit daher, oder? Aha. Und im I am looking for Freibier. Vorher gefragt, was das für ein Gefühl ist, angemalt zu werden. Diese Frage gebe ich jetzt gleich weiter. Wie fühlt es sich an? Ja, zu Beginn ist es ein bisschen eigenartig, aber mit der Zeit wird es aber besser. Also. Und Sie haben richtiges Vertrauen in die Kinder? Die Kinder machen das. Wenn ich anschaue, wie konzentriert die bei der Arbeit sind, muss ich sagen, habe ich vollstes Vertrauen.
Laut wurde es am Abend in der Kitzbüheler Innenstadt, als die Guckermusi aus der Schweiz angereist kam und ordentlich für Stimmung sorgte. Gab es heute eine Prämierung für die besten Kostüme und hätte ich meine Stimme abgeben können, ich hätte sie einem ganz imposanten Pater gegeben. Mandy, wer hat denn die Idee gehabt, dich ins Pater-Kostüm zu stecken? Wir beide in der Früh noch nicht gewusst, was ich mache. Ich habe gewusst, dass wir was machen, weil alle unsere Mitarbeiter, unsere Partner beim Sportpark haben gesagt, wir gehen kostümiert, wir möchten auch ein Vorbild sein. Nicht, dass wir sagen, sie sollten kommen zum Kostümfest, aber wir selber machen das nicht. Wir haben das gemacht, wenn man jetzt schaut, im Auszeit, im Sportgeschäft, Alpenverein, alles sind kostümiert. Also dann muss auch ich mit einem Beispiel vorausgehen. Und ich glaube, schwarz macht ein bisschen schlank, mit ein bisschen Stoff und ein bisschen Schminken, dann schaut das eigentlich ganz gut aus. Heute sind alle hier im Sportpark kostümiert, aber es wird auch sonst noch allerhand geboten für die Kinder. Was ist heute alles los? Ja, jetzt geht es schon langsam dem Ende zu. Jetzt glaube ich, jetzt werden wir Erwachsenen noch ein Glas trinken. Wir haben den ganzen Tag ein bisschen Anspannung gehabt. Kommen Leute, kommen nicht Leute, weil wir haben heute Top-Wetter gehabt. Für die Zukunft mit den Kindern wird sehr viel gemacht. Wir haben jetzt in den Ferien sehr lange Eislaufzeiten gehabt für Publikums-Eislauf. Vormittags, nachmittags, am Abend. Und das zeigt eigentlich, dass es funktioniert. Natürlich ist ganz klar, dieser Winter hat für den Sportpark eine große Rolle gespielt, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben uns mit dem ein bisschen Visiten gemacht. Die Zukunft schaut gut aus. Wir haben jetzt einmal auf Wunsch auch vom Tourismusverband und allgemein von der Hotellerie bis eine Woche nach Ostern offen. Da wird es auch täglich einen Publikumseislauf geben. Im März haben wir zwei Wochen haben wir zu. Da ist große Austrian Open Curling, dann österreichische Meisterschaft Curling und eben das Finale davor noch von unseren Eishockeyspielern. Hat man auch gesehen, was da los ist. Zuschauerzahlen, also super, wir sind eigentlich alle ein bisschen überwältigt und eigentlich über den Erwartungen, was wir Zuschauer da haben. Und was du angesprochen hast wegen die Kinder, es ist laufend für Kinder, was da Alpenverein bemüht sich unheimlich mit den Kletterkursen bis hin zu den Eltern, mit den Sichern, der Curling Club, Eislaufen sowieso. Riegler Franz macht eigentlich Kindermenüs im Auszeit. Also wir haben eine Partnerschaft da im Haus. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich habe jetzt bei mir die Präsidenten der Guckermusik. Stell mal ganz kurz eure Guckermusik vor. Wo kommt sie her und was ist das Besondere an eurer Gruppe? Das Besondere ist von uns, wir sind dieses Jahr das erste Mal unterwegs. Wir haben uns letztes Jahr gegründet. Wir sind 20 Mitglieder und machen einfach Party. Ihr seid als Zeitung verkleidet. Warum das? Einfach so. Wir haben kein Motto. Einfach so. Zeitung ist auch, also kein Motto, kann auch Zeitung sein. Ein ganz ein anderes Motto habt ihr bei eurer Guckermusik. Wo kommt ihr her? Was ist das Besondere an euch? Wir kommen aus Basel und unser Motto, das ist kein Motto, das ist unser sogenanntes Stammkostüm. Wir tragen das 5 bis 10 Jahre. Und der Grund, warum wir uns für Hunden entschieden haben, ist, weil wir uns ein bisschen dem Geschichtlichen der Schweiz widmen wollten. Und Attila, der Hundenkönig, hat ja seine Feldzüge weit über ganz Europa bis nach Italien getätigt und daher sind wir auf diesen Namen gekommen. Du hast mich vorher gefragt, ob ich Schweizerdeutsch kann. Gibst du mir mal eine erste Unterrichtsstunde? Ja, können wir gerne machen. Du musst halt mal zu uns nach Basel kommen und dann können wir das organisieren. Und für unsere Zuschauer mal ganz kurz irgendwas ganz Schwieriges auf Schweizerdeutsch. Ganz schwierig, ich würde sagen, das typische Wort, was sie alle nicht Schweizer üben, ist das Hochikästli. Also ich würde mal vorschlagen, ihr übt das mal und wenn wir wieder mal hierher kommen, dann testen wir, ob ihr fleißig wart.
Faschingsdienstag war es schließlich soweit. Das bunte Faschingstreiben erreichte seinen Höhepunkt. Zahlreiche Schaulustige tummelten sich in der Stadt, um die großen und kleinen Narren in ihren Kostümen zu bewundern. Über 300 Kinder nahmen am Faschingsumzug der Volksschule teil und auch die Hauptschule entsandte einige Faschingsnarren aus der Lehrer- und Schülerschaft. Und auch dieses Jahr war es ein lustiger, bunter Nachmittag, an dem man zahllose tolle Kostüme und Maskierungen bewundern und sich vielleicht schon wieder auf den nächsten Fasching einstimmen konnte. Denn diese Pfeife gegeben, wer hat dir die geliehen? Der Opa. Der Opa, der wird heute hoffentlich seine Pfeife nicht vermissen.